Und damit herzlich willkommen zur allerersten Folge Battlefield 2042. Und ja, ihr habt recht, es ist nicht die allererste Folge auf meinem Kanal. Nein, wir haben ja schon vor einiger Zeit, ist auch gar nicht ganz so lange her, die Alpha gespielt und die hat mir auch schon sehr, sehr, sehr gut gefallen. Und ja, da haben wir den Warfare-Modus gezockt mit epischen Schlachten auf allen Maps. Okay, da war ja nur eine Map in der Alpha. Jetzt haben wir noch die Hazard Zone dabei. Und was mich am allermeisten interessiert, das Battlefield Portal, wo es dann halt wieder zurück in die Vergangenheit geht, gegen die Zukunft etc. Ich weiß doch gar nicht ganz genau, was auf uns wartet. Ich habe noch nicht eine Runde gespielt, seit ich es runtergeladen habe und kann es eigentlich kaum abwarten. Wenn wir auf die Modis gehen, sehen wir ja schon hier, was abgeht. Dann lassen wir den Ball mal fliegen, was? Dann lassen wir den Ball mal fliegen. Ich will keinen Ball fliegen lassen, ne? Hier haben wir zum Beispiel in dem Modus einfach mal Eroberung. Ich denke, man kann verschiedene Modis wechseln. Wir gucken uns das heute in der ersten Folge mal so ein bisschen an. Durchbruch und Eroberung. Solo und Koop gibt es auch. Das finde ich auch ganz geil. Will aber natürlich heute mit euch das ausprobieren, was ich unbedingt ausprobieren will. Ne, hier werden, ich hoffe nicht, random die Karten gewechselt. Obwohl, das war damals auch schon öfter mal so. Aber man kann bestimmt irgendwie auch die Maps selber rausfinden. Battlefield Hazard Zone. Trupp Operation. Sichere Infos, Überleben, Extrahieren. Okay, jetzt wird's knifflig. Wird sogar erklärt. Hier geht es nicht darum, den Feind auszulöschen, sondern um die Sicherung von Informationen. Und zwar in Form von Datenlaufwerken. Datenlaufwerke findet ihr in Satellitenkapseln. Euer Trupp muss möglichst viele Laufwerke zu einem Extraktionspunkt bringen und dann schleunigst Land gewinnen. Ach du Scheiße. Die Laufwerke können überall sein. Auf freiem Feld, in einem Gebäude oder schon im Rucksack eines Gegners. Die könnt ihr euch auch holen. Aber verliert nicht die Besatzungstruppen aus den Augen. Sie haben sich eingegraben und feuern auf alle No-Pads, die sie sehen. Je mehr Laufwerke ihr bergt, desto besser die Belohnung. Und je besser die Belohnung, desto besser ist eure Ausrüstung beim nächsten Mal. Sprecht euch im Trupp ab. Welche Ausrüstung nehmt ihr mit? Geht ihr unauffällig vor oder mit offenem Visier? Ein Trupp teilt sich die extrahierten Laufwerke. Auch wenn nur einer von euch lebend rauskommt und der Rest im Einsatz fällt. Behaltet die verbleibende Zeit eures Extraktionsfensters im Auge und gebt verdammt nochmal Gas, wenn ihr den Aufruf zur letzten Extraktion bekommt. Extraktion heißt Sieg, Leute. Holt ihn euch! Okay, das hört schon sehr cool an. Will ich aber jetzt nicht spielen. Deswegen gehen wir zurück und gehen mal auf Battlefield Portal. Das werde ich heute in der ersten Runde mit euch machen. Wir haben tatsächlich vier verschiedene Modis zur Verfügung. Einmal der VIP Fiesta von, ich kann das gar nicht vorlesen, ist personalisiert. Punkt, indem du den feindlichen VIP ausschaltet, stirbst du, kehrst du mit deiner neuen Ausrüstung zurück ins Spiel zurück. Ja, aber falsch gelesen, aber egal. Von Courage JD. Keine Ahnung. Werden wir auf jeden Fall mal ausprobieren. Dann was voll Interessantes. Die nächsten Subis, die sind alle interessant. Battlefield 42 Classic Conquest. Dann Battlefield Bad Company 2 Rush. Und Battlefield 3 Conquest. Also das hört sich schon ziemlich spannend an. Auf jeden Fall werde ich heute damit beginnen. Hoffe, dass wir da was finden. Also ich gehe mal nicht mehr davon aus. Wird gestartet in. Und ja, ich kann mir doch gar nicht so richtig ausmalen, was da passiert. Kämpfen wir jetzt Zukunft gegen Vergangenheit? Oder wie wird das? Also so habe ich das in den Videos jedenfalls wahrgenommen. Wir werden das Spiel jetzt erstmal lernen müssen, so ein bisschen, ne? So, wir sind schon mitten im Gefecht. Wir haben wenig Tickets. Das heißt, ich habe mal wieder das Talent gehabt, dass die Runde zu Ende ist, bevor ich da bin. Oder das ändert sich noch. Sind auf jeden Fall ein zweiter Weltkriegssoldat. Man sieht es an der Waffe. Spielmodi kenne ich jetzt gar nicht. Also Feind hat die Strom. Irgendwas wieder aktiviert. Okay, ich denke, die Runde war noch nicht zu Ende. Hat natürlich ganz wenig mit der Zukunft jetzt zu tun, ne? Doch, die Runde war zu Ende. Es war so klar. Und ich habe natürlich meine allererste Runde gewonnen. War ja nicht anders zu erwarten. Glück gehabt, dass sich die Amis ausgewählt haben, ne? Gut. Oh, weißt du? Ich glaube, ich habe mir da hinten was gezerrt. Nur Glück reicht im Kampf nicht aus. Ich bin überhaupt nicht übermütig. Einfach nur besser als der Rest. Okay. Einfach nur Battlefield 42 in neu. Das sieht krass an. Ich dürfte nicht einen Punkt gemacht haben, oder? Erstes Match des Tages. 10.000! Yeah!
Und hier habe ich natürlich richtig abgestaubt. Leicht verdientes Level 2, leicht verdientes Level 3. Ich wurde befördert einfach nur, weil ich gejoint bin. Es kann ja auch mal gut gehen. Man kann mal Glück haben. Ohne ein Kill. Gut, da warten wir natürlich auf die nächste Runde und schauen uns das mal an. Das alles ist super, super neu für mich. El Alamein. Da sind noch Kampfjets drauf. Warte auf Beitritt. Also die hatten die doch früher nicht. Diese dicken, fetten Dinger. Neue Knarren im Block. Okay, ich habe ja nichts zum Ausrüsten, noch gar nichts. Also Wüstenkarten war ich eigentlich nie ein Fan von. Aber das sieht überhaupt nicht so nach Weltkrieg aus, ne? Nach Zweiten jedenfalls. Hitman-Trupp, du. Okay. Und da geht's auch schon rund. Ich wähle einfach mal, ich bin jetzt mal Sniper. Und das könnte garantiert eine spannende Runde werden. Mann, ich drücke mal die falsche Taste, ich laufe mal rückwärts. Ich muss doch mal einen Tiger, ne? Weil ein Tiger ja so rumsteht, ne? Da sind wir mal nicht schüchtern, ne? Aber es wird sowas wie Capture the Flag sein, ne? Mal wissen, wo man lesen soll, was man lesen soll. Hier, du bist meine Zielscheibe. Okay, wir sollten hier lang, so vielleicht. Okay, der will nach Alpha 1. Da fliegt schon was rum. Ja, eher der Innenansichtskumpel. Das sieht aber nicht nach einem modernen Kampfjet aus. Grafik ist auf Ultra. Ich spiele mit der RTX 270 und es läuft relativ flüssig. Also es ist nicht nötig, sich jetzt hier extra den PC aufzurüsten. So, ansonsten ist die Spielmechanik bekannt von Battlefield. Wir haben auch noch ein koxiales MG. Da fallen Brocken runter. Okay. Ich gucke mir mal B1 an oder Bravo 1. Oh, das sieht gut aus. Oh, das sieht nach dem Kampfjet aus. Ach du Scheiße. Wie sollen wir denn da eine Chance gegen haben? Natürlich fahre ich nach Bravo 1, wo Gegner schon drin sind. Aber wir haben ja einen Tiger, ne? Als Scharfschütze ja kein Problem. Da haben wir fast was getroffen. Aber irgendwie ist nichts passiert. Oh yeah, ich liebe Battlefield, diese riesen Schlachtfelder. Ich will es einmal anhitten. Das war ein Treffer, oder? Boah, läuft jetzt kurz. Boah, da kriegt echt Feuer. Boah, das ist schlecht. Das jetzt auszusteigen. Oh. Hey, ich hab's erwischt. Mit dem Tiger 1, der jetzt ganz schön Damage abgekriegt hat. Heide Witzka. Ah, ich finde die Visierung jetzt schon gut. Muss man Gangs einstellen. Ja, unsere Gegner sind relativ modern, kann das sein? Also, ich habe gerade ein Kampfjet gesehen. Ich könnte schwören, das war ein Kampfjet. Naja, so zum Start jetzt so vorsichtig, aber ist ja egal. Wir haben auf jeden Fall schon mal seinen ersten Kill weg. Bravo 1 muss aber eingenommen werden. Da läuft einer, glaube ich. Das ist ein älteres Flugzeug. Ich habe keine Ahnung, ich blick's nicht. Ja, hier mal den Bunker da wegschießen. Getroffen. Wir müssen ja vorsichtig sein, wenn wir schlechter bewaffnet sind. Da hat mich das Balancing ja mega interessiert, wie die das umsetzen wollen. Das ist ein Sniper, ne? Direkt geleuchtet. Oh.
Oh ja, Ziel üben muss ich auf jeden Fall noch. Das sieht aber aus dem Sherman. Ja, scheiße, Dreck hier. Oh, was knapp. Staubig, die Geschichte. Keine Sorge, wir bewegen uns gleich vor. Und? Oh, das sah gut aus. Sehr schnell, die Fahrzeuge. Mann, die muss ich doch treffen. Da rein, im Fenster. Ist ein blauer Punkt drin. Treffen nicht, wir fahren mal vor. Oh. Da war oben Besucher. Lass mir mal in Ruhe. Was habe ich denn noch zur Verfügung? Ich kann den mal melden hier mit der 3. Mach mal schön Tiger kaputt. Nein, spür die Granate! Oh, da kam Turm angehört. Oh, mein Turm war das. Auf Wiedersehen, Turm! Da habe ich jetzt keine Schnitte. Oh, mit. Was ist da ein Batzen Leute drin, ne? Nein! Mein erster Weitschuss war direkt ein Volltreffer. Ich muss hier aus der Vision raus. Ah, scheiße, 5 Schuss nur. Lauf nicht davon! Der ist futsch. Was war das? Was tut der mit seiner Hand? Oh, das ist Gegnerschaft. Okay, wir sagen einfach nichts und bleiben brav hier sitzen. Mal krabbeln. Dass ich ihn kaputt kriege. Aha, mein erster Tod. Ey, war gar nicht so schlecht. Ich werde mich auch kaum bewegt haben, ne? Okay, was haben wir zur Auswahl? Haben wir irgendwas zum Fliegen? Ich kann es kaum erkennen. Die Map sieht anders aus als in der Alpha. Das Squad Leader ist down. Ja, wir haben hier Auswahl 2 verschiedene Gewehre. Nummer 4 Sniper. Also, und hier haben wir natürlich jetzt den Speer. Ach ja, hier. Hier können wir noch verschiedene Klassen aus. Der sieht aber komisch aus. So kenne ich das nicht. Bin ja leidenschaftlicher Sniper, muss ich einfach sagen. Im Battlefield. Schon immer gewesen, weil die Schlachtfelder auch so schön groß sind. Ne? Natürlich werde ich die Runden verkacken, keine Frage. Naja, so bewegte Ziele sind schon schwierig. Das ist eine Flak oder ein Panzer, ne? Sonst sehr ruhiges Gameplay bis hierhin. Muss ich einfach mal so bezeichnen. Zu tief habe ich einen Einschlag gesehen. Der haut aber sofort ab. Das Fernglas. Vielleicht sollte man es nutzen. Ich kann jetzt nicht wirklich was aufklären. Oh, ich hab's doch gehört. Was war's? M4 Sherman. Also, es ist jetzt kein Kampfjet oder so. Es sieht immer aus wie ein Kampfjet, der da rumfliegt. Verwirrt mich so ein bisschen. Aber im Weekend ist es einfach nur ein ganz normaler alter Flieger. Oh, keine Bewerfung. Ach, ich wollte. Ah! Hat nicht so funktioniert, wie ich geplant hatte. Also sehr gemütlich und ruhig, finde ich das Gameplay bis jetzt. Ich weiß nicht, wie kann man denn jetzt einen schönen Jet aussuchen? Ich will auch einen Jet haben. Wir verteidigen das mal. Wechseln mal die Klasse auf. Ja, komm, Medic habe ich gerne. Bin ich ein Real Life auch.
fühlt sich so ein bisschen unübersichtlich noch. Die Waffe schießt aber schwierig. Oh, die liegt auf Granate. Komm. Das wäre es ja noch gewesen. Okay, bei Squad Leader, also da will ich doch lieber noch mal schnippern. Weil der eine gute Entfernung hat. Boah, ich muss die Tastenkombination alle noch wechseln. Die Map kommt mir trotzdem total fremd vor, muss ich sagen. So, zeigt eure Köpfchen. Das wird jetzt ein lahmes Video, die nimmt C1 ein. Ich habe eine Palme erspäht, super. Flughafen. Da fahren die Panzer los, die Shermans. Und da haben wir ganz leise geschossen. Aber als Sniper kann man ja sich entspannen. Das ist ja Battlefield, ist ja nicht Call of Duty, ne? Also, dass das ein Jet-Abzeichen ist, finde ich ein bisschen fail. Oh, das wäre ein Mega-Hit, oder? Boah, wie weit kann man denn hier mal... Okay, so ist das gut. Also man kann bis dahin ballern, ohne Probleme. Da muss man halt nur ein bisschen üben, würde ich sagen. Stehen bleiben tun sie eh nicht. Aber machen wir, was man will. Boah, Treffer! Ach, schade, das sind das Köpfchen, war. Ach, Flug hat ein dicker Bomber, ne? Ich muss unbedingt was fliegen, sonst wäre es langweilig. Es ist halt Ulgi, dass man 2042 spielt und erstmal den Zweiten Weltkrieg-Modus aktiviert bei sich, ne? Warum, was hat der getan? Kaum meine Stellung verraten. Jetzt habe ich so einen Zuckanfall. Oder er putzt seine Waffe. Weiß es nicht. Aber erst einmal gemütlich gucken, was hier so am Bach ist, ne? Aber habe ich mich da so geirrt? Ist das nicht so, dass Zukunft gegen Moderne kämpft? Moderne gegen Vergangenheit und so? Wohl noch hin. Also das ist ja kein Ziel, das ist ja viel zu weit. Das heißt ja Portal. Aber wir werden auch in diesem modernen Spiel halt in der Vergangenheit teleportiert. It's not my favorite, Battlefield 42. Ja. Ist das Musik? Ich höre gar keine Musik, ich sehe nur meinen Schatten. Gerne mal eine Runde fliegen. Aber ich sehe gerade so ein traumhaftes Gebüsch, wo ich mich rein krabbeln lassen möchte. Ich komme mit dem Punktestand noch gar nicht so klar. 2, keine Ahnung. Also das haben sie alles verändert wieder. Ich lade mal nach. Da steht ja 1942 Speer. Vielleicht wird es ja im Verlauf sich verändern. Oder unten ist das los. Oh, das ist ein bisschen weit, oder? Einfach mal markieren. Sehr still und ruhig. Wir hängen da gleich nochmal eine Runde Moderne ran. Damit wir mal die Battlefield Neu-Action auch erleben. Was sind halt ein bisschen Gunner hier? Kurz. Da sitzt gar nicht mehr drauf, da. Oh, der Schuss war gar nicht schlecht. Der war zu hoch. Der war zu niedrig. Aber wir gucken erstmal, was sie machen. Ich bin ein sehr vorsichtiger Spieler. Erstmal die Äuglein so aufmachen. Mal gucken, was die so, was die anderen so treiben. Jetzt von Deckung. Oder ist ausgestiegen.
Repariert den wahrscheinlich. Oh, ich hab's gesehen. Ich hab's schon wieder gesehen. Ich schieße immer gleich. Ach, jetzt fährt er rückwärts. Genau da. Das ist sehr panzerlastig, ne? Vielleicht könnte ich mit dem Fernglas hier aber tatsächlich auch Unterstützung leisten. Aber die waren nicht so gut früher. Viel zu niedrig. Weißt du, ich mach sowas gerne einfach, ne? Also, auch wenn es ein bisschen öde ist momentan, aber wie gesagt, wir gucken uns das Modernere gleich auch nochmal an. Hör, man markiert immer nur die kurze Distanz, da wo er gerade steht. Aber das ist ja auch der Speer, ne? Sonst wird er nicht Speer heißen. Aber ich markiere immer nur eine Stelle. Das macht Spaß. Wenn ich das getroffen hätte. Okay, wo sind denn die Gunner? Die Gunner sind die besten Ziele, ne? Wenn die Panzer so schön stehen. Aber es wird natürlich auch ein wenig öde, wenn man die einfach nur so rumgammelt. Da sind dann Leute, die wieder keinen Platz gekriegt haben. Boah, den hätte ich aber angehittet. Wenn man es richtig einschätzen würde, ne? Einfach aus Spaß mal. Da ich Spot Leader bin, glaube ich, könnt ihr bei mir joinen. Muss ich nicht Befehle geben? Ich kann nicht so wirklich was machen. Danke. Brauche Verstärkung. Brauche Heilung. Was habe ich? Ja, bitte Apollon. Nein! Das wollte ich ja nicht sagen. Ja, jetzt. Bam! Okay. Es wirkt ultra langsam, muss ich sagen. Aber ich bin ja auch wirklich bis jetzt nur hier am Rumliegen und mache nicht wirklich viel Action. Und sehe keine Sau. Ich finde dann auch den Unterschied super geil, gleich zu den nächsten Modis, die man wählt. Ja, wenig Munition, das hört sich gar nicht gut an. Treffer, aber da sind wir leer geschossen. Das ist nicht gut. Okay, dann gehen wir mal C1. Das wird gerade eingenommen. Hoffentlich von dem Fahrzeug. Merkt sich, fühlt sich aber so an. Da kann ich mit der Pistole wenig ausrichten. Boah, Alter, Pepp, tot. Feind gesichtet. Punkt. Gut. Ja, wollen wir mal ein bisschen andere Klasse nehmen. Was haben wir denn hier? Ihn. Panzerabwehr hört sich natürlich super spannend an. Geht zu meinen. Das wird wohl ein Squad-Mitglied sein. Also ist ein Squad. Was? Ich habe nur eine Panzerabwehr, ernsthaft? Ich habe nichts anderes, kein Gewehr. Ich habe nur eine Pistole und einen Raketenwerfer. Oder eine Panzerfaust, besser gesagt. Mit der ich gar nicht umgehen kann. Ach du Scheiße. Dann hol ich mir. Boah, das war ganz knapp dahinter. Aua, das ist aber eine blöde Klasse, ey. Die hat ja gar nichts. Ja, vielleicht kann man ja noch was wechseln. Ne, sekundär haben wir zwei verschiedene Pistolen. Dann haben wir noch Granaten. Wir können eine Schielandgranate nehmen. Und hier haben wir zwei verschiedene. Einmal Panzerschreck und einmal Bazooka. Hm. Also eine sehr seltsame Klasse jetzt, ehrlich gesagt. Ach, hätte er sich gerade ausfahren können. Treffer, ne? Aber ey, halt damit der Klasse. Da haben wir unendlich Munition. Dauert das nur, bis er ein bisschen nachlädt. Jetzt. Schwierige, sehr schwierige Klasse, aber eine sehr wichtige, meiner Meinung nach.
weiß nicht, was ich da Damage verursache. Okay, man lädt immer nach, aber es dauert dann ganz lange, bis der neue neues Geschoss angeflitzt kommt. Oh oh. Ah, die muss ich nur angehittet haben, oder? Okay, eine sehr, sehr seltsame Klasse. Dann wechseln wir doch mal lieber die Klasse. Das ist ein bisschen anstrengend. Sniper hatten wir schon. Der Mechanic, der hat... Oh, ein M1 Garand oder... Was hat er? Ein K8? Ich bin total verwirrt hier gerade. Sprengstoff und Landminen dabei. Also, Waffen der Deutschen und Waffen der Amerikaner sind dabei. Alten klassischen Landminen, kennen wir ja alle. Aua, die sind jetzt explodiert. Da genau drauf geschossen hat. Aber die Klasse interessiert mich gerade. Jetzt würde ich auch gerne was fahren oder fliegen. Aber dafür müssen wir echt zum Hangar, wie früher, ne? Was ist das? Das sieht nicht flugbereit aus. Ich habe tatsächlich damals mit Battlefield 1942 begonnen. Ach du Kacke. Einmal den Test hier. Oh, ich liebe es. Ja. Ich glaube, der signalisierte, dass ich warten soll. Da fährt ein Panzer an. In der Früh musstest du dir die Waffen und Fahrzeuge so besorgen. Ja, also da konntest du dich einfach rein einsteigen. Musstest du sie tatsächlich echt mal besorgen, bevor sie bekommst. Da oben sind auch ein Bär, ich bin hier. Lass sie weg. Bleib auch stehen. Machen. Kann man als zweiter einsteigen irgendwo? Da bringe ich den Truppen dahin. Sieht geil aus den Tools. Bisschen Deckung bleiben. Wow! Deckung! Da rein. Das wäre auch schon gewesen. Die Gegner sind eindeutig besser als wir. Aber die sind sehr schwer aufzuklären. Ich laufe ihn wahrscheinlich jetzt voll in der Arme. Da ist einer. Geh. Der hat mich nicht umschirren. Der hat mich nicht umschirren. Voll. Ich habe ein Fahrzeug zerstört. Ich bin ein bisschen glücklich gerade. Ist so weit auseinander. Mein erstes Fahrzeug. Ja, mit dem Sniper lege ich mich jetzt nicht an. Ach, schon der schon. Kacke. Ich habe erwischt. Aua! Hast du jetzt schon wieder so Pros dabei, weißt du, die sofort treffen? Wir verkacken gerade massiv. Der Klasse gefällt mir schon ganz gut. Ja, absetzen. So, wo ist ein Flak oder sowas hier noch? Ein Flugzeug mir holen. Da macht ja auch immer ein Battlefield Spaß. So, Karte ein bisschen suchen. Das ist doch so neu. So, mit einer Flak verteidigt werden können, sowas hier. Okay, die Runde ist vorbei. Wir haben versagt. Kills and Assists 3. Na, für die erste Runde, ne? Einen schönen weiten Sniper-Kill, einen Panzer-Kill. Will ich gar nicht weinen. Kinderspiel. Man muss einfach nur abdrücken. Tja, Leute. Hat Spaß gemacht.
Keine Ahnung, wer ist hier? Ja, das müsste ich gewesen sein, ne? Ach, da oben stand den Namen, habe ich nicht lesen können. So, meine Punkteverteilung. Und ja, die Orden, die wir dann bekommen. Oh, hier tut man nochmal separat leveln. Oder wie, oder was? Das war doch das, was wir gerade gemacht haben. Okay. Wir beenden dich wirklich. Die erste Folge darf ruhig mal... Also ich mache in der Regel immer zwei Runden. Belohnungen freigeschaltet. Geil. Wie, das habe ich jetzt schon alles freigeschaltet. Alter Schwede. Wow, wow, wow. Also wir könnten jetzt das noch angucken, machen wir aber mal die nächsten Folgen. Gehen einmal auf ganz normal Warfare und lassen uns wir ein bisschen Ärger. Einfach ein Spiel zuweisen. 128 Spieler und Spielerinnen natürlich. Ich habe keine Ahnung, wo wir landen. Wahrscheinlich wieder am Ende der Runde. Und ich merke schon, ich muss... Oh, Manifest kenne ich natürlich überhaupt nicht. Mega lernen. Es fühlt sich wie ein neues Battlefield an, aber ein ganz anderes. So, was bin ich denn jetzt hier? Ach du Jemine. Wir haben direkt eine fettere Auswahl. Scharfschützengewehr, MP, Sturmgewehr. Wir bleiben erstmal hier. Die Runde ist, ja, relativ frisch. Nicht frisch, die ist schon alt. Fliegen direkt mit der Minigun. Ich sehe nichts mehr. Und kriegen direkt auf den Sack. Habe ich noch einen Klo? Ich will einen Punkt machen in dieser Runde, auch wenn es nicht mehr lange geht. Da liegt einer auf. Ich komme da nicht hin. Ein dicker Kampfhubschrauber. Ich glaube, der repariert sich. Ah, die lässt sich aber nicht gut zielen. Wäre gemein, den jetzt sind. Wegzunehmen. Deswegen lassen wir ihn nochmal schön einsteigen. Aber Gunner wäre selber geil. Er sitzt schon gleich. Ist er noch auf dem Hügel? Störung? Hat was angehittet? Boah. Okay. Stimmt, warm werden, eine super Sache. Und dann so ein Sieg, muss ich sagen. Wir hatten wohl eine Störung abgekriegt oder sowas. Was ich noch nicht gesehen habe bis hierhin. Das war nicht schlecht, oder? War super, war super. Oh, harte Arbeit, kein Spiel. Oh, ich glaube, Sunny wird die auch viel spielen. Manchmal zahlt sich harte Arbeit aus. Vier Auge, jetzt macht das mal einen Sinn. Ne? So, Granatenkill ein, ich aber nicht. Hier. Als Passagier für... Was? Wow, die Belohnungen sind natürlich in diesen 3 Sekunden super. Ich finde die Rangerzeichen furchtbar. Hoffentlich kommt da mal was dazu. Die so schwarze Klötze da. Na gut, das waren natürlich nicht viele Punkte. Wir warten auf die nächste Runde. Nicht, wenn es jetzt die Alpha-Map ist. Dann wechsle ich nochmal. Und genieße jetzt das erste Mal in meinem Leben... Lass sie ausbluten. Ich hab keinen blassen Schimmer. Sieht mega krass aus schon mit diesen Wing-Dinger da. Zur Spielerkarte hinzufügen. Eine Knarre im Block. Ich weiß, was wollen die von mir? So, gut. Auswahl. Machen wir ein bisschen Ärger. Und wir sind nicht mehr drin. Wir müssen so nochmal aussuchen. Okay, jetzt habe ich es gerallt. Spielmodus. Na, wir haben was gefunden. Suche im Gange, ich habe gar nichts gedrückt. Ist erstmal nicht so wichtig, Hauptsache wir sehen das, was ich sehen wollte.
Einmal dieses Moderne und einmal jetzt dieses Alte vor allen Dingen, wo ich mich sehr gefreut habe, aber jetzt irgendwie überdenke meine Freude, ob ich da mich vielleicht verguckt habe. Aber wir können gleich nochmal gucken, wenn wir rausgemacht haben. Vielleicht gibt es da doch noch eine Mischung. Ich gehe drauf zu. Ich bin zu neugierig. Fiesta. Ja, feindlicher VIP und so. Ich finde das allgemeine geil. Eine Idee. Ich habe doch zurückgemacht. Jetzt bin ich einfach in der Map. Ja, egal. Sanduhr hört sich auch gut an. Kenne ich auch noch nicht. Ihr merkt, ich bin ein bisschen überfordert mit dieser Aufnahme. Ist es wirklich schon krass. Was haben wir jetzt? Irgendeinen Spielmodus oder was? Eroberung. Passt doch, will ich. Junges Blut. Neue Knarre im Block. Neue Knarre im Block. Neue, ja, wir sind ja niegelnagelneu dabei. Warte auf Beitritt. Okay. Das ist mein Squad, denke ich mal. Ich weiß nicht, warum ich ein Boot bin, aber wir sind ein Boot. Und ihr seht, mit der 2070 RTX läuft das ganz gut, das Spiel. Störungsfrei. Dafür lebe ich. Sehe ich so aus? Oder bin ich die Omi? Nee, ich bin die hier. Wow. Dann bleiben wir erstmal das hier. Fühlt sich schon wieder ganz anders an als die Alpha, muss ich sagen. Fahrzeug. Ach, guck mal, sich anzeigen lassen. Da sind natürlich ausgebucht schon. Kampfhubschrauber und Jets sind natürlich super interessant. Transport ist total uninteressant. Und Panzer mache ich auch gerne. Ich habe nicht vom Hocker meine Grafikeinstellung, obwohl ich auf Ultra gestellt habe. Wir werden abgesetzt. Nein. Oh, ich bin ja kein Squad-Leader. Wow. Haben wir angerollt? Ich liebe es, wenn Spiele so neu sind und die Maps so fremd. Das ist echt immer so ein kleines... Boah. So ein kleines Feature. Was für ein Feature nicht? Wieder ein Blödsinn. Ist das für ein Ding? Okay. Immer so ein schönes Gefühl. Gleichzeitig unwohl, aber gleichzeitig auch schön. Da steht schon ein Panzer gegen, der schon hier reinballert. Unter C1. Noch ein bisschen schneller bewegen, sonst kommen wir ja nirgendwo hin hier. Pup, 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 pup. Wow! Sogar geschützt im Turm. Nein! Auf den Schießen. Und ich bleib fast stehen, weil ich hüpfe. Das ist die Zukunft. So langsam können die bergauf fahren. Ich bin schwer enttäuscht. Bleib weg, zurück! Nee, reanimiert. Vielen Dank. Wie oft habe ich den jetzt getroffen? Das ist ja wie früher. 22 AP hat er noch. Mach ihn weg. Oh, schon wieder reanimiert worden. Ich glaube, den haben sie. Worauf schießen wir da? Zielen viel schwerer irgendwie gefühlt. Fühlt sich nicht so ganz wie Zukunft an, ne? Aber 42 ist ja schon weit in die Zukunft, kann man sich ja so vorstellen. Ich will mal den einsteigen.
Da muss man aus dem rausfinden wieder. Okay, die kriegen die Hucke voll da. D1 wird uns gehören. Spawn bei mir, okay. Gunner. Aber gefährlicher Gunner, weil schon wieder piept der Teil. Ist hier nichts. Schrobby. Teil deaktiviert. Ich habe seinen Teil deaktiviert. Warum bleib ich auch drin sitzen, Mann? Als ob ich einen Apache eine Chance gegen gehabt hätte, als Gunner da. So, wo war das mit den Fahrzeugen? Da stand doch gerade die Fahrzeuge. Das ist echt noch ein bisschen komplex gefühlt. Ach, das Scheiße, was ist das denn? Ach Mann, was darfst du denen direkt erstmal die ganze Palette geben? Oh, bei uns sieht's gut aus. Da oben sind die Ziplines. Wow. Wollte mich mal einschießen. Alter, der hält still, wenn ich gebückt bin. Als ob der gar keinen Körper hätte. Bis jetzt bin ich. Ist noch nicht so gut. Ja, Gegner. Reflex mit Q immer markieren. Hier oben das Dach haben die, aber. Wird gerade eingenommen von uns, sehe ich mal, dass wir weg sind. Was habe ich denn dabei jetzt für komische Sachen? Hier so eine Drohne. Kann hier was Cooles? Kann gar nichts. Dass ich den kaputten Panzer da geschnappt. Kann ich explodieren oder sowas? Ah, kein Panzer mitgehen, okay. Guck mal, der ist hier voll im Arsch. Mach den kaputt. Vögel. Kann mich selber nochmal aufklären. Mach den platt. Der hat nichts mehr. Mit als Drohne kannst du gar nichts reißen. Nur gucken. Ja, guck dich die ganze Zeit zu. Ja, Punkte für kriegt gar nichts, ne? Lohnt sich überhaupt nicht. Eine scheiß Drohne. So, E1 ist unser 1. Upsa. Ich bin tricky, dass da unten nochmal der E2 ist. Wo genau? Ich finde es ja sehr weitläufig, die Maps. Nirgends so hinlaufen. Na, da vorne ist immer ein Opfer hier, ey. Irre. Wow, wow, wow. Alter, ein ganzer Apache-Hubschrauber kümmert sich nur um mich. Alte Wache. Level 6, wow. Na gut, ich versuch nicht mehr zu helfen. Das hat keinen Sinn. Ich bin zu schlecht. So, wir fliegen. Wo sind Fahrzeuge aus? Da, Fahrzeuge. Jetzt ist das sowas. Ach, natürlich ist da nur der doofe Transporthubschrauber übrig. Vielleicht kann ich ja was Gutes tun. Die Map ja von oben auch mal sehen. Könnt ihr auch selber abhüpfen. Innen außerdem so. Boah, voll die Stadt geil. Da fahren wir mittlerweile ein bisschen langsamer, schneller runter, weil. Das war schon Schneckentempo damals in der Alpha. Das ist immer noch Schneckentempo. Alter, Mod. Ah, jetzt können wir steuern. Das muss jetzt Shift drücken. Ach, die blöden Geier da. Ach, guck mal hier, wer da rumläuft.
Was war da einer auf dem Dach? Wie unfair. Fahrzeuge? Es sind relativ wenig und ihr seht einen Cooldown auch. Also die werden dann wieder erst zur Verfügung stehen. Was ja auch gut ist, dann sind nicht immer so viele Fahrzeuge unterwegs. Ihr zwei war, glaube ich, das Dach. Ne? Das könnte jetzt interessant sein. Nein. Sie tot wieder? Ich mag auch Gunner, also so im Spiel sein. Bei Battlefield macht auch Spaß. Ja, wo fährt die Kollegen erstmal rum? Oh, seht das nicht? Oh Mann, der Hubschrauber immer gleich mich mit auf den Kicker. Hat ich den doofen Panzer sitzt, hat ein Hubschrauber mir auf Kicker. Oh. Wo ist der Wagen? Wo? Da komme ich leider nicht. Autsch, ich halt durch, ich halt durch. Das Brot. Hier hell, rot. So, jetzt mal eine Pause. Was ist von welchem Dach die runterlinsen hier? Oh, jetzt hat der Hubschrauber schon wieder. Alter, was ist mit diesen Hubschraubern hier los? Ich habe einfach keine Schnitte gegen diese Hubschrauber. Ich will keine Hilfe! Bin zu cool für die Hilfe. Halbautomatisch. Hm. Kann man ja modifizieren mit einem Game. Guck mal, ein Panzer. Ja. Vielleicht habe ich dann Mikroschnitte. Boah, okay. Tarnung dran. Das ist ein kleiner Erfolg. Aber wahrscheinlich kommt sofort ein Hubschrauber wieder. Schon einer drum. Ich will mich jetzt auch nicht gleich wieder opfern, ja? Gerade einen Panzer kriegt und dann machst du so schnell wieder Peng. Unten oben, links, rechts, wo? Kampfjet. Also für mich ist das Spiel gerade sehr leise, finde ich, aber es liegt wahrscheinlich, weil mein Headset so leise hat. Aber der Fight geht gut zur Sache hier. Natürlich ein Primärziel für diese blöden Flieger. Oh, ich komme nicht höher, scheiße. Oh, da seht ihr, da ist schon wieder der erste nächste Hubschrauber, der mich jagt. Ich komm leider nicht so hoch mit dem Geschütz. Ärgerlich. Den Gunner, aber muss ich dann selber machen. Eine Stinkbombe! Schieß mir den Arsch. Boah! Nur weil ich mich um blöden Gunship da gekümmert habe. Oh, da kommt ein Sandsturm. Habe ich von der Nähe auch noch nie gesehen. Muss ich einfach mal gucken. Keine gute Idee, glaube ich. Man erkennt sehr wenig.
retten. Immerhin habe ich mal Versorgungspunkt gemacht, also bis jetzt läuft die Runde richtig katastrophal für mich. Ich teste zu viel rum. Ah, schaffen sie das vielleicht? Keine Sanitäter! Soll sich keiner für mich opfern? 000, okay, ja, ich sehe schon. Spawn im Sturm. Nein! Aber falle ich jetzt runter oder was passiert gerade? Ich schnall's nicht. Ach, ein Fallschirm, Mann, okay. Kann man nicht lange drinnen leben, glaube ich, in so einem Wirbelsturm. Aber jetzt ist er egal, ist er tot, da hat er keine Auswirkung mehr auf mich. Okay, das wollte ich mal austesten. Katastrophe. Es ist immer dieser blöde. Leicht, komm. Darf leider nicht selber schießen, ne? Nicht switchen. Du hast ja wenigstens einen Spawnpunkt. Ja, ich habe einen Führerschein. Noch nicht für Autos, die 2042 gebaut werden. Der rollt so schnell. Was ist der Plan? Wolfgang, warte, ich muss kurz warten. Das ist gleich wieder zum Schuss von Apache. Das ist die große Sturm. Mal wenigstens erobern. Ah, ich erober aber. Oh, Gott sei Dank war ein Kill. Schon fast geweint. Hier die C1! Ah, den Loch rein! Was? Das ist ein richtiges Loch! Scheiße! Auf der Axt? Ah, ich hab Punkte gemacht! Halt mir! Voll krass mit der Minigun. Feiert tue ich ein bisschen, dass alle Klassen tatsächlich irgendwie zur Verfügung stehen. Egal, was du bist. Kann Sniper sein, kann es anders sein. Komisch. Ja, bestimmt bleiben. Stadion. Das wär's gewesen. Für die Zukunft lädt das verdammt langsam nach, das Ding, ne? Wackelt nichts. Ich bin aber
Was ist denn da dran? Guck mal, erst der Richtung gleich. Oh, dann war er so da. Palmwedel-Effekt da. Was ist mit diesen Apache-Hubschraubern hier los? Hat er gar nicht richtig getroffen, ne? Ich hab keine Angst vor dir, mein Freund. Egal, mach doch den blöden Panzer kaputt, braucht der nicht. Ah, Pistole in Hand, warum? Nein, keine Drohne. Apache-Unterstützung bekommen sogar. Guck mal, Panzer wieder. Man sieht sogar, wie er reinkrabbelt. Ja, yeah, ich hab was eingenommen. Erste Mal. Oh, komm, ernsthaft. Das ist keine Chance. Du kannst dich so hoch zielen mit den Visierungen. So, wo steht jetzt, wie viele Tickets noch gibt? Ein leeres Fahrzeug angerollt. Gegnerisches Fahrzeug. Oh, seine Karabiner habe ich vergessen. Ja, ich bin mal gespannt, was ihr zu diesem Game sagt, zu Battlefield 2042. Für die Spielmodi ist halt sehr raffiniert. Keine Sanitäter! Werden alle ausprobieren, alle durchzocken. Oh, schnell noch absetzen. Alles dafür gegeben. Keine Granaten oder was? Geh. Werfen kann aber, Kollege. Ich muss das mit dem Ziel noch mal so ein bisschen überarbeiten. Da ist ein Ball. Ah. Heckenschütze. Gerade angerutscht. Hitte ich an. Ich will keine Hilfe. Mehr erwarte ich von mir gerade gar nicht. Ach, es sind immer nur diese doofen Fahrzeuge frei. So. Die sind auch immer am Arsch der Welt, aber das sieht gut von uns aus, oder? Bin ich jetzt doof? Ja, wow, viele Tickets noch. Die Maps sind gigantisch, ne? Gemacht. Wir fliegen einen Nachschub runter. Ein großes kein Spieler. Aber ich stehe hier so am Arsch der Welle. Ne? Kaputt ist der nicht. Ich kann ihn. Oh, das habe ich so drauf gemacht. Kann ich noch fahren? Ich hänge hier an diesen Dingen hier fest. Okay, Action bei D1, oder Sterben bei D1. Fahrzeuge werden auch abgeworfen. Ja, roll noch ein Stück, roll noch ein Stück, roll, 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 roll. Sehr gut, sehr gut. Fast eine schöne Deckung. Ah, schieß endlich. Leicht überhitzt. Oh man, in Ausnahmsweise mal ein Jet, okay. Oh, können wir da rein? Ah, nee, egal. Schießen. Ja, setz uns ab. Ist
nichts. Kann man das unten stehen? Oh nein! Dann bin ich hier jetzt. Ich weiß gar nicht, was für eine Klasse ich bin. Ich sehe aus wie ein Sniper. Ich habe eine Drohne dabei, kein Medikit, kein Dings verteilen. Munition. Hab ein Karabinergewehr. Aber ich versuche mal zu erobern. Wir sehen ja, ich will aber nicht aufstehen. Das ist scheiß Gebüsch. Ey, Alter, was sind das schon wieder für Killer alle, ey? Putz tot! So geht das schon wieder los. Oh Gott, ich weiß schon, wie die nächsten Folgen alle werden. Versucht nicht mir zu helfen! Schnell, egal. Ich verstehe nicht, wie schnell ich wieder gekillt werden kann. War ich? Wäre irgendwas freigeschaltet. Ich habe noch keinen blassen Schimmer, was das bedeutet. So, nee, da bin ich nicht, ne? Das ist der Bell Willow bei uns. Aber auf jeden Fall viele Treffer, außer natürlich Kopftreffer. Hier kriegt er Munition. Karabiner gefällt mir sehr gut. Trotzmann. Mehr hast du. Mann, hört auf zu zappeln. Lachen uns doch gleich aus. Mag den Karabiner. Yeah. Schnappt er die Munition. Ich schnapp mir selber welche. Weil es ja vielleicht zu Ende geht, ne? Da, 114. Logistik-Ordensband. Oh, diese Ordensmänner, die mag ich ja auch ehrlich. Dürfen nur nicht so viele geben in einer Runde. Ist das ein Dach da vielleicht? Dach ist unser. Boah, ist echt tricky, die Maps. Viel zu groß, aber bei so vielen Spielern normal. E2 wird eingenommen, E3 wird eingenommen von den Gegnern. E1 ist oben. Ich denke mal, das ist ein Spieler. Naja, 5, 1, okay. Wie viele Verluste, weiß ich nicht. So einen Weltrekord werde ich wohl nicht aufgestellt haben in meinen ersten Runden. Schießt irgendwas hin, aus irgendeinem Grund. Das 68 Tickets noch. Ja, da komme ich wohl nicht mehr hin. So. Aus der Visierung gehen, lädt er nach. Sehr krass. Das Ziel ist auf jeden Fall schwerer als früher ich das kenne. Eine Übungssache. Was das ist, aber ich
glaube, das ist eine Granate. Das ist ein bisschen dunkel auf einmal. Okay, da war schon was rechts damit zu hören. Aber wir haben auf jeden Fall gewonnen. Freut mich. Pilze ist 6, Eroberung 2. Wieder blieb leider nicht geschafft. Gucken wir uns noch die Punkteverteilung an. Und das waren nicht schlecht, oder? Meine ersten Erfahrungen in der fertigen Version von Battlefield 20. Also nicht der wirklichen fertigen, ne? 42. Manchmal läuft's einfach, was? Und dann werde ich auch irgendwann mal besser Spieler. Ich habe 13 Spieler da oben, ne? Versorgt im Team mit der 7. Okay, da habe ich irgendwas geschafft. Boah, sehen die Level-Ränge hässlich aus. Und dann würde ich sagen, an der Stelle Dankeschön fürs Zusehen. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge Battlefield 2042.